Die werden immer Verlierer sein, immer. Ertragst du nicht mehr mein Umfeld? Dann soll sie jetzt anfangen zu beten für morgen. Mola gegen Mike. Mola kommt von Simoland. Mein Bein geht's heute immer noch nicht gut. Ja, ich faul auch, wenn's sein muss. Und? Komm, jetzt machen wir hier Mädelsrunde. Lars passt da irgendwie rein. Also erstmal da schon mal ein bisschen böses Blut. Willkommen zur Halbzeit vom Sommerhaus der Stars. Dass dein Fuß jetzt verletzt ist, aber deswegen dominieren wir euch. Am liebsten würde ich davonrennen oder mich einfach irgendwo verstecken. Ich habe echt keine Nerven mehr für so Falschheit und so ein Scheiß, weißt du, ne? Und nur damit ihr Bescheid wisst, ab morgen weht hier ein anderer Wind. Ab jetzt ist er auch noch Meteorologe und die Zeichen stehen auf Sturm. Und wir wissen jetzt auch alle, warum das Sommerhaus im Oktober ausgestrahlt wird. Wenn wir uns die Kandidaten hier so anschauen, lässt Halloween wirklich grüßen. Mein Bein geht heute ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Ich habe ein Problem mit der Heulerei. Ich heule doch gar nicht. Er tritt er nicht an, also dann falle ich vom Glauben ab. Ich kann den Fuß jetzt so abrollen, dass ich simulieren kann. Guck mal. Ey, das ist doch ein Witz, Alter. Oh nein, der arme Mola hat ein Aua am Bein. Holt schnell das Bärchenpflaster und soll Mike vielleicht zum Pusten kommen? Oder doch aus alter Gewohnheit Michelle zum Blasen? Adelina und Mola sind sich sicher, Mike und Michelle sind fake und peinlich. Klingt wie eine Produktbeschreibung von Michelles Lippen. Boah, ich schwör, ey, ich krieg gleich so die Hasskappe drauf, Mann. Der Hund wird immer schlimmer, ne? Ist einfach peinlich, so eine Nummer. Und für die beiden braucht kein anderer antreten, sage ich dir ganz ehrlich, weil sonst lasse ich für uns auch andere Leute antreten. Das ist ja ungerecht, denn dann gib mir mein Handy und dann hole ich auch jemanden, der für uns antritt. Mola kommt von Simoland. Nein, Mola ist kurz für Morgenlatte und ja, sein Bein ist halt einfach noch ein bisschen steif. Wir wissen ja, Mola hat offensichtlich auch wirklich zu viel Mike eingeatmet. Hätte Mola nicht seine Freundin vor allem hier vorgeführt und verarscht, hätte er sich auch gar nicht verletzt. Wenn jemand verletzt ist, dann darf er sich nicht aufstellen. Dann muss er das im Vorfeld klären. Ich kann nicht antreten, I'm out. Dann geh freiwillig. Was ist es? Das ist wie Schneeschieben, bloß mit Kacke. Weiß der Arzt auch nicht so genau. Also es ist jetzt nichts Schlimmes. Fresse, ey, das ist pussyhaftes Gehabe einfach. Dankeschön, gleichfalls. Ich soll es leicht belasten und versuchen. Bitte nicht verwechseln, Mola soll seinen Fuß nur leicht belasten und Mikes toxisches Verhalten belastet seine Frau sehr. An Mike konnte der Arzt natürlich auch nicht einfach so vorbeilaufen. Er erforscht derzeit, ob sich zwischen seinen beiden Ohren außerirdisches Leben befindet. Definitiv. So, es macht mich sauer, dann hinkt nach Hause und fertig. Ey. Wenn man keinen Arsch in der Hose hat, dann muss ich raus. Gib mir den in dem Ring. Knock ich ihn aus. Man tut der ganze Körper weh. Ich sag trotzdem, weißt du? Und dann wird da so ein Drama gemacht. Dreh doch an, du weißt doch nicht, was kommt. Natürlich. Mein Gott, ey. Ist halt kein Mann. Was soll das denn? Es wird wirklich immer schlimmer. Oder wie wir sagen. Show must go on. Show must go on. Weitere Infos zum Handytarif von Simon gibt es hier in der Infocard. Dass Mike heute zittern muss, hatte er selbst in der Hand. Er hätte einfach gestern das Spiel gewinnen müssen. Und er hatte ja wirklich gute Chancen. Große Schnauze haben und in irgendwelches Zeug von gestern vortragen, also hier die Gedichte, ist er ja wirklich sehr gut. Mike, der erste Mensch, der als Kind in einen Topf voller Kalendersprüche gefallen ist. Boah, ist das ein Witz. Ist das ein Witz. Das nicht. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich glaube, da ist nichts, da war nichts, da wird nie was sein. Einmal vor die Flinte kriegen. Jeder findet seinen Meister. Es wird der Tag kommen. An dem Nachbarn verwundert feststellen, dass Michelle im Keller lebt, weil sie ungefragt im Bikini am Strand war. Ja, sie hat halt kein Glück mit Männern und RTL offensichtlich nicht mit Promis. Wie nennt man das eigentlich, sollte Mike explodieren? Eine Arschexplosion. Sag mal, was sind das eigentlich für Menschen, die sich lieber ein TV-Now-Abo als ein Netflix-Abo holen? Also ich zum Beispiel. Die werden immer Verlierer sein. Selbst wenn die das Spiel gewinnen, die werden Verlierer sein. Oh Gott, hat Alm Klausi etwa für den Abend ein Konzert angekündigt? Mit anderen Worten. Ich fick Scheiße! Oder wie die Kandidaten sagen werden. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Immer. Ihr ganzes Leben lang. Guck dir doch mal an, das, was die da zeigen, ist unter aller Würde. Ja, unter aller Würde. Das ganze Theater, das hat einfach auch seinen Spaß auch geraubt. Wir sind halt an einen Punkt gekommen, wo wir schon kämpfen, gell? Ist der Akku leer? Ich sag dir ganz ehrlich, ich will heim. Und Alm Klausi dann entsprechend ins Heim. Tja, sie fühlen sich hier wie in Ketten gelegt. Moment,
dann ist ja auch Jesus in Ketten gelegt, aber es ist ja noch gar nicht Ostern. Auch die anderen machen sich Gedanken darüber, warum sich Team Almklausi für Team Mola aufopfern wollte. Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Was sagst du dazu, zu Klaus und Marittas Vorschlag? Sie wollen nach Hause, können aber nicht aufgeben. Jetzt können sie den Heldenabgang machen. Also, weißt du, opfern sich und haben dann so einen Abgang. Ne? Ich durchschaue die beiden nicht so richtig. Warum weint denn jetzt hier Almklausis Frau? Weil sie so wenig Sendezeit bekommen hat? Kleine Schlampe. Sorry, das sollte eigentlich jetzt erst kommen, nachdem ich gesagt habe, dass es mich nicht wundert, dass unser Steff Zehentrenner mit Socken trägt. Die sind so voller Missgunst und Misstrauen, wie die RTL-Redaktion voller Alkohol ist, weil sie doch tatsächlich Mikes Verhalten völlig verharmlost. Und wir haben gesagt, wir gehen hier rein und wir sind eh, wir werden wahrscheinlich so, da sind so viele Promis drin. Wow, wow. Ja, da sind wir Z-Promis. Wir werden wahrscheinlich eh die ersten 2, 3 Nominierungen rausgeschmissen werden, aber dass das hier so gut läuft für uns. Und zu wenig Nominierungen haben wir gar nicht gedacht. Gut. Euch kennt halt auch einfach niemand und ihr seid allen egal. Wir machen gleich weiter. Jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen. Wir sind bald 130.000. Ich brauche euren Support. Ah, wie heißt das nochmal, wenn man 5 Minuten nach Ladenschluss in den McDonald's möchte? Also an die Tür des Lebens klopfen. Was ist das für ein Schaden, Mann? Es ist für mich einfach nur Overacting. Komm, jetzt machen wir hier Mädelsrunde. Lars passt da irgendwie rein, gell? Ich weiß nicht warum, aber der passt da rein. Wir sind natürlich hier von sehr einfach strukturierten Menschen umgeben. Leute, ich will zurück ins Jahr 2020. Damals, als wir noch dachten, Sebastian Preuß wäre einer der schlimmsten Typen überhaupt. Ich gehe davon aus, dass Michelle sehr gerne mitmachen würde. Aber ja, sie lässt sich halt wirklich beeinflussen. Zu viel Kiffen ist offensichtlich auch schädlich. Ach, hat der Trend der Cannabis-Legalisierung etwas mit Janas Einzug zu tun? Was das Beeinflussen auch bei den Klamotten angeht, hat Jana definitiv weniger Probleme. Bei all dem Krempel, den sie mitgebracht hat, war in ihrem Koffer maximal Platz für ein Wechseloutfit. Jana ist besessen von einem Dämon namens Overacting. Da stimmt was nicht. Sie isolieren sich von der Gruppe und das aber auf eine provokative Art und Weise. Ich glaube einfach, dass die miteinander einen kleinen Mikrokosmos haben. Er macht alles zu einem Feindbild. Ich glaube, dass Mike sie so stark beeinflusst, dass sie gar keinen eigenen Charakter mehr hat. Samira und Yasin fragen für Love Island-Kandidaten. Keinen was? Das Gute ist ja wirklich, Michelle sieht's positiv. Wie lautet ihr Motto nochmal? Misserfolg ist auch ein Erfolg. Mola vermutet ja, dass die Verbindung zwischen beiden leider besser hält als Almklausis Haftcreme für seine Dritten. Also ich muss ehrlich sagen, zu Hause funktionieren wir besser als hier, finde ich. Alles viel. Zu wenig, Mel. Wir sind nicht so als Paar, habe ich das Gefühl hier, weißt du? Und hier ist es furchtbar. Du kümmerst dich eher um andere Leute, aber nicht um mich. Wir küssen uns nicht. Wir umarmen uns nicht. Also da ist ja gar nichts. Hä? Was ist denn das? Samira sucht also Platz für die Liebe. Ich glaube, genau dafür war doch das Extra-Klo im alten Haus hier in Portugal gedacht, oder? Fällt Samira hier gerade etwa auf, dass, wenn sie ihre Liebe nicht für Instagram inszenieren, sie sich gar keine Zuneigung schenken? Ich bin richtig schockiert. Du sagst zu mir, ich soll mit dir im Bett kuscheln und einschlafen, aber ich passe in das Bett nicht rein. Wie kann Gott zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Ich wollte einfach in der letzten Zeit den Schlaf dir geben, den du vielleicht nicht bekommen hast in den letzten Monaten. Die einzige Liebe, die ich seit Monaten bekomme, ist die von meinem Kind. Vermisst du den Kleinen? Eine Frage. Nennt Yasin seinen wirklich unseren Kleinen? Samira weint so bitter, weil sie 3 Tage lang keine Likes und kein Avocado-Toast bekommen hat. Geil, ne, wie unser Yasin hier ständig Samira doch immer wieder die Schuld in die Schuhe schiebt. Die Kerle hier gab's wirklich auch bei Kick im Outlet. Immer wenn ich irgendwie reinmache in den Mike, dann ist er ruhig. Das muss ich jetzt wieder öfter machen. Ja, und das kann sie halt. Ich kann auch den Quatschkopf nicht mehr hören und sehen. Ey. Tada! Ich bin froh, wenn wir den in der Challenge im Spiel rauskicken, ein für alle Mal. Fun Fact, bei den Challenges gehen die Kandidaten regelmäßig über sich hinaus. Und bei uns kommt der Mageninhalt raus, wenn sie sich im Sommerhaus unterhalten. Nachdem sie die Nadeln in Mikes Gesicht gepikst hat, verwendet sie die auch immer für sich. Ein höherer Giftanteil ist in Deutschland auf legalem Wege nur möglich, wenn du mit Desiree Nick in einer Reality-Sendung bist. Verifiziert. Wo ist denn die Büchse hier mit dem Filter und den Pelpern? Weil neuer Tabak ist da. Vorne. Magst du mal bitte bringen? Kannst du gerne selber holen. Ja, kann ich auch.
Glitzer kannst du selber holen. Ich bin doch nicht ja, dein Kerl. Ich halte diese Menschen, ich ertrage sie nicht mehr in meinem Umfeld. Ich krieg die Krise, wenn ich die schon sehe. Mir wird übel. Das ist jetzt selber zickig, ist zickig. Nein, aber er hat gesagt, weil sein Tabak ist gekommen. Wie soll man nicht so eine dicke Lippe riskieren? Zeigt aber ihre Krallen, ne? Ach, hat sie doch gar nicht. Kleines Mädchen wird morgen nach Hause geschickt. Pisst euch. Oh, keine Runde Mitleid für unseren Mike. Mike hat ja dafür gestern eine dicke Lippe riskiert und sehr schade, dass RTL auf die keinen Sekundenkleber geschmiert hat. Dann würden wir immerhin den ganzen Mist, den er so von sich gibt, nicht mehr verstehen. Leg dich nicht mit einem Dobermann an. Wirst du gebissen. Ich kann sein Gesicht, wenn mich anschaut, nicht mehr sehen. Hey, was geht ab? Schau bitte in die andere Richtung. Aber das macht er ja mit ihr ja wirklich provokant. Sie glaubt an Gott. Dann soll sie jetzt anfangen zu beten für morgen. Naja, sie fragt sich ja immer noch, was sie falsch gemacht hat. Immerhin ist Adelina ja auch mit Mola gestraft, der sie ja wirklich permanent vorführt. Apropos, wie sah eigentlich das Zeichen von Gott aus, als sich Michelle auf den Mike eingelassen hat? Also wirklich eine der dümmsten Entscheidungen ihres Lebens. Wenn wir tatsächlich diese Exit-Challenge gewinnen sollten, wird Mike durchdrehen. Ja. Ich habe mir viele Sachen überlegt, um auch den sogenannten Gegner aus seiner Ruhe rauszubringen. Ja, ich faul auch, wenn es sein muss. Ich werde da keine Rücksicht nehmen. Da wurde applaudiert bei den beiden, bei Alina und Mola. Dann sind wir gekommen. Ich möchte einfach Mike schlagen, dass ich ihm sage, schau Mike, Pech gehabt. Wir ja auch. Und ich muss schon zugeben, dass ich zumindest, ja, Teile von mir, also Teile meines Körpers, irgendwie in unseren Mike reinversetzen könnt. Don't hate what you don't understand. Michelle meint wahrscheinlich Mike, oder? Los geht die Exit Challenge. Folge 5. Und schon wiederholen sich die Spiele so ein bisschen. Das ist ja fast schlimmer wie im Dschungelcamp. Also, die Frauen müssen hier Säcke in die Körbe werfen. Und sobald der Mann den nicht mehr halten kann, ist es vorbei. Ich kann nicht gut werfen. Wir sind absolut schlagbar. Warte nicht so lange, mach es einfach. Oh Mann. Los jetzt! Er hat auch Michelle auf eine Art und Weise angefeuert. Ja, das kann nichts werden, komm! Das klingt wie ein Trainer, vielleicht seinen Schützling anfeuert, aber nicht wie ein Freund seine Freundin anfeuert. Konzentrier dich! Baby, was ist los jetzt? Komm! Wir wissen das ja. Mike brüllt nur so rum, weil in Exit das Wort Ex steckt. Ich kann nicht mehr. Es ist halt wichtig, so nach oben und das so wieder runterkommen. Adelina ist einfach wirklich ich im Basketball-Sportunterricht. Von oben nach unten. Also genau die Richtung, die eure jeweilige Karriere nach dem Sommerhaus haben wird. Da lag mal wieder ziemlich viel Druck auf mir. Komm jetzt! Gemma, die kann nicht mehr. Jetzt lach mal wieder ein bisschen, nicht nur schwitzen. Die Montage jetzt! Ach. Ja? Yeah. Kann nicht mehr. Ich lass jetzt los. Lohnt sich nicht. Mir war einfach wichtiger, dass es dir gut geht. Mike zu Michelle, du musst wirklich nicht die ganze Zeit so ein schlimmes Gesicht ziehen. Sie ist halt mit dir zusammen, wie soll sie da bitte mal lächeln? Das ging schnell, es geht zurück ins Sommerhaus zu den anderen und Adelina probiert nicht zu kotzen. Ich versteh's, auch ohne die Challenge. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Wir waren chancenlos, weil Michelle ist viel größer, viel stärker. Es war zu erwarten und Mike und Michelle sind stark. Wir sind wieder im Game, im Haus. Surprise, surprise, the king is back. Na, da können wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich fühle mich, als hätte ich einen Marathon gelaufen. So hoch ist mein Puls. Es ist unfassbar. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ach, ist Michelle dann in einem Frauenhaus und Mike muss ihre Therapie bezahlen? Mola hat ja richtig Glück, dass Mike im Haus ist und dass Mike seine Frau eben weniger subtil scheiße behandelt. Jetzt musst du hier die Stellung halten. Es wird so oder so ab jetzt unangenehm. Wir gönnen Mike und Michelle den Sieg am wenigsten, weil sie ihn nicht verdient haben und weil sie einfach sich nicht vernünftig verhalten. Ja, menschlich sind sie einfach unter aller Würde. Das muss man schon sagen. Raus die Maus, raus aus dem Haus. Tschüssikowski. Mach jetzt gut, die Ziele gut. Und tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Hier wird mehr gelogen als in den Briefen von zu Hause im Dschungelcamp. Unser Mola, er ist halt auch wirklich sympathisch wie so ein Mahnbescheid. Peggy, alles gut? Mhm. Ich habe schon gehört gekriegt, dass der Mike gerne gegen dich spielen würde. Nicht gegen Peggy, sondern gegen dich. Steff, wir setzen das natürlich voraus, gell, dass du dann Vollgas gibst. Ja, also heute war das Ding, die mir tierisch auf den Sack. Heute Morgen, nachdem du aus dem Bad gegangen bist, gesagt hat, dass er hier taktisch vorgeht und hier nicht wegen Charakter oder wegen irgendwelchen Sachen, die hier vorfallen,
nominieren. Oha, Marita probiert also hier Leute direkt zu manipulieren. Naja, wird schon nicht rauskommen. Von einigen wissen wir hier ja schon allein anhand der Partner, dass sie sich sehr gerne verarschen lassen. So ein kleines bisschen Angst habe ich ja schon vor diesem Spiel, in dem sie den Knüppel in der Hand haben dürfen, wenn Mike da noch am Start sein sollte. Ich glaube einfach, dass das nämlich schon der erste taktische Zug war, dass sie gehofft hat, dass wir mit Michelle und Mike nun gar nicht mehr reden. Also erstmal da schon mal ein bisschen böses Blut und dann immer einen Schritt weiter. Darauf ich gar keinen Bock habe, von Paar zu rennen, um mich da jetzt einzuschleimen. Das ist doch, pff. Weißt du, dann sollen sie mich nominieren, fertig, Punkt. Peggy, stink ich? Warum? Dich nervt irgendwas. Nein. Ich glaube schon. Nein, bleib hier. Quatsch. Und woran erkennt man, dass die Kandidaten hier im Sommerhaus der Stars lügen? Ihre Lippen bewegen sich. Ich ertrage das weniger als Patricia Blanco einen Sekt ohne Schnapszusatz. Marita sagt gerade, dann wollen sie uns nehmen, ich und Peggy. Quatsch, nee, alles Spekulationen. Marita hat das gesagt. Nee, Marita hat gesagt, dann haben Mike gesagt, wollen sie mich und Peggy nehmen nächstes Mal. Wo weißt du das? Keine Ahnung. Marita und Klaus sind halt so, dass sie uns, ja, für dumm verkaufen und schmeißen so Spitzen. Jetzt ist gerade echt anstrengend. Also habe ich auch gesagt zu Peggy, wenn es jetzt so weitergeht, die bei uns auf der Liste. Geil. Es wird einfach wirklich immer unangenehmer und tatsächlich. Ich habe so eine Gänsehaut. Bei näherer Betrachtung sieht mein Arm genauso verkratert aus wie Steffs verpfuschtes Gesicht. Jetzt ist aber hier erstmal Essenszeit. Modelessen? Nur halt ohne Models und auch ohne Essen, weil hier gibt es nur giftiges Brain Food. Lass uns doch den Sieg einfach mal ein bisschen für uns genießen, Schatz. Denk dran. Lass die doch mal alle grübeln. Sollen die sich gegenseitig zerfleischen? Lass uns aus der Schussbahn nehmen und immer unterschätzt werden, okay? Da kommt halt noch was. Ach Quatsch, was sagst du mir jeden Tag? Weil ich jeden Tag in Alarmbereitschaft bin, seitdem ich im Sommerhaus bin. Und das macht mich wahnsinnig. Negative Schwingungen am laufenden Band. Oder wie es auch heißt, Almklausi ohne Sport-BH. Clever, Mike hat bemerkt, dass die hier alle zwei Gesichter haben. Umgerechnet heißt das einmal Jochen Bendel. Was soll ich sagen? Mike und Michelle machen sich jetzt genauso unsichtbar, wie das Michelle mit ihrer Schauspielkarriere bisher schon wirklich perfekt geschafft hat. Jetzt gehen sie strategisch vor und überlegen. Pass auf, die konzentrieren sich jetzt alle da drauf, dass wir in die Exit müssen, weil uns irgendjemand Stimmen gibt. Jetzt wird es endlich ein Spiel. Endlich. Aber wie sie vorne rum alle wirklich nett zueinander sind, das ist wirklich genauso überflüssig wie deren Autogrammkarten. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Mike bleibt hier drin. Ist das gut fürs Entertainment oder eben doch schlecht, weil er endlich raus muss? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich sehr. Gestern ging es total ab, weil anscheinend ist Mike der Teufel. Ohne Worte, klickt rein, wenn ihr das nicht gesehen habt. Und sehr empfehlen kann ich auch die krasseste Folge bisher. Was da in der Nominierung abgeht, wow. Die ganze Folge verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.